Chaitanyas Fortgang. Chaitanya Charitamrita Antya Lila 11.31 bis 73 11.31 bis 74. Haridas ist alt geworden und bekümmert, dass er nicht mehr wie bisher 300.000 Mal jeden Tag den Gottesnamen zu singen vermag. Er sagt zu Chaitanya: Seit langer Zeit habe ich nur einen Wunsch, dass ich meinen Leib in deiner Gegenwart verlassen darf, ehe du diese auf Erden sichtbare Lila wieder verhüllst, so dass Prabhu mir diese Lila des Fortgehens nicht zeigen möge. Ich will die Lotusse deiner Füße auf mein Herz setzen, deinen Antlitz-Lotus schauen, mit der Zunge deinen Namen Krishna Chaitanya aussprechen und das Leben aufgeben. Das ist mein Wunsch. Am nächsten Morgen kommt Chaitanya mit allen Bhaktas. Großes Sankirtan findet statt. Prabhu preist die Eigenschaften von Thakur Haridas. Haridas sitzt vor Prabhu nieder. Seine Augen haften wie zwei Bienen an dem Lotus von Prabhus Gesicht. Er drückt Prabhus Füße an sein Herz. Der Staub der Füße aller Bhaktas ziert sein Haupt. Er sagt wiederholt: Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Er trinkt die Lieblichkeit des Gesichts von Prabhu. Tränen überströmen seine Augen. Er spricht laut: Sri Krishna Chaitanya. Und mit dem Namen zusammen verlässt sein Leben den Leib. Er starb aus eigenem Willen, so wie ein großer Meister des Yoga. Und allen kam der Fortgang Bhishmas aus dem Mahabharatam in den Sinn. Alle rufen Hari und Krishna, und Mahaprabhu ist fassungslos im Glück des Prema. Prabhu nimmt den Leib Haridasas in seine Arme und tanzt im Hof in Prema versunken. Kirtan und Tanz aller findet statt. Haridas wird auf einer Tragbahre an das Meer gebracht, während alle Kirtan tun. Mahaprabhu schreitet tanzend voran. Vakreshwara und die anderen Bhaktas folgen. Haridas wird in Meerwasser gebadet und Prabhu sagt: Dieses Meer ist nun ein großer heiliger Schrein geworden. Die Bhaktas trinken das Wasser, mit dem Haridasas Füße gewaschen worden waren, und schmücken ihn mit Prasada, Sandel von der Bildgestalt Jagannaths. Sie schmücken ihn mit Seidenfäden und einem von Jagannath gebrauchtem Tuch und graben eine Grube in den Sand. Kirtan der Bhaktas findet statt. Vakreshwara Pandit tanzt in Ananda. Gaurai, in Klammer Gauranga, ist gleich Chaitanya, ruft Haribol, Haribol, und legt mit eigener Hand Sand auf Haridas. Dann wird eine Erhöhung aus Sand über Haridas gemacht. Mahaprabhu tanzt im Kreis um die Erhöhung mit allen Bhaktas. Mahaprabhu badet mit allen Bhaktas im Meer und hat Wasserspiele mit den Bhaktas. Prabhu umwandelt nochmals Haridas und dann geht er zum Löwentor. Prabhu macht sich mit den Bhaktas auf den Bettelgang für das große Fest zu Ehren von Thakur Haridas. Chaitanya Charitamrita Antya Lila 11.1s 11.1s. Ich preise den Haridas, dessen Leichnam Mahaprabhu in seinen Schoß nahm und mit dem er im Sankirtan tanzte. Die Botschaft Advaitas. Advaita hatte einst in seinem Mitleid mit der bhaktilosen Welt durch sein Flehen Mahaprabhu herabgerufen und dieser
der den Wunsch seiner Bhaktas dienstbar ist, war als Avatara des finsteren Zeitalters gekommen. Nun ist es wieder Advaita, der Bhagavan das Zeichen gibt, es sei Zeit, diese Lila auf der Erdenbühne zu beenden und die Welt zu verlassen. Als Jagat Ananda einmal in Shantipur bei Advaita Acharya war, gab ihm dieser eine rätselhafte Botschaft an Chaitanya mit. Sie handelte von den sogenannten Bauls. Unter Baul versteht man in diesem Zusammenhang einen, der von Prema so überwältigt ist, dass er vollkommen unfähig wird, sich in der Welt gesetzt aufzuführen. Das Rätsel, das Advaita dem Chaitanya schickte, lautet: Chaitanya Charitamrita Antyalila 19.19-29, 19.20-30. Sage dem Baul, die Welt der Menschen ist bereits Baul geworden. Sage dem Baul, am Markt lässt sich kein Reis mehr verkaufen. Sage dem Baul, es gibt nichts mehr, was getan werden könnte. Und sage dem Baul, dass der Baul es so gesagt hat. Die Botschaft bedeutet: Sage dem Chaitanya, dass die Welt in Prema bereits wie verrückt ist und dass keine Möglichkeit besteht, am Markt den Prema-Reis noch anzubringen. Und sage dem Mahaprabhu auch dies, dass ein in Prema Irrer, in Klammer Baul, in der Welt keine Aufgabe mehr hat. Und sage ihm auch, dass der Prema-Narr, in Klammer Advaita, dies gesagt hat. Als er das hörte, begann Jagat Ananda zu lachen. Er ging nach Puri und sagte es Mahaprabhu. Als er das Worträtsel hörte, lachte Mahaprabhu ein wenig und sagte: So wie er es will, und schwieg. Swarupa Goswami sann nach und fragte Prabhu: Dieses Worträtsel kann ich wirklich nicht verstehen. Prabhu sagte: Der Acharya, Advaita, ist ein mächtiger Verrichter eines Kults. Er kennt die Regeln der kultischen Verehrung Gottes, Puja, nach den Agama-Shastras ganz genau. Wenn er sich an die Puja macht, ruft er Gott herbei. Solange die Puja währt, hält er Gott bei sich. Und wenn die Puja vorbei ist, dann schafft er Gott wieder fort. Fußnote 600: Chaitanya tut so, als ob Advaita zu denen gehörte, die, wie es in gewissen Kreisen der Hindus üblich ist, für eine zeitweise kultische Verehrung in ein aus Lehm geformtes Symbol der Gottheit diese durch Mantras hineinrufen und die nach Beendigung des Kultes die Gottheit bitten, dieses Bild wieder zu verlassen. Advaita als Vaishnava gehört natürlich nicht zu diesen Kreisen. Es handelt sich um einen Spaß. Chaitanyas Verhalten ist oftmals voll Humor, sogar in sehr tragischen Situationen. Chaitanya spricht weiter: Ich verstehe weder das Worträtsel noch was er im Sinn hat. Der Acharya ist ein großer Yogameister. Er versteht sich auf solche Worträtsel. Doch ich vermag, ebenso wie du, Swarupa, in keiner Weise das Worträtsel zu verstehen, auch in keiner Weise zu begreifen, was er will. Fußnote 601: Für Chaitanyas Worte gilt oft, was für viele indische Gottesurkunden kennzeichnend ist. Er enthüllt, um zu verhüllen. Er verhüllt, um zu enthüllen. Als die Bhaktas davon hörten, waren alle sehr verwundert. Swarupa Goswami aber wurde ein klein wenig geistesabwesend. Von diesem Tage an wurde Prabhus Zustand noch tiefgründiger und in seinem Bewusstsein verdoppelte sich die Qual der Trennung von Krishna. Bald nach Erhalt der geheimnisvollen Botschaft Advaitas verschwand Chaitanya. Der Schmerz der Bhaktas über Chaitanyas Fortgang
war so groß, dass manche zeitgenössische Quellschriften darüber schweigen und die vorhandenen Berichte überaus karg sind.